Wir feiern heute ein Jubiläum. Denn es ist jetzt 200 Jahre her, dass ein junger Mann in Paris einen Vortrag hielt und erklärte, er habe die Hieroglyphen entschlüsselt. Wie ihm das gelungen ist und wie die Fachwelt auf seine Entdeckung reagierte, das schauen wir uns heute mal an. Um das Jahr 1800 ist ganz Europa im Ägyptenfieber. Denn Napoleon hatte gerade seine Ägypten-Expedition durchgeführt und zahlreiche Funde mit nach Frankreich gebracht. Ägypten ist gerade das Trendthema, das alle interessiert. Und natürlich auch die Wissenschaft. Denn eines der größten Rätsel Ägyptens ist immer noch ungelöst. Was stellen eigentlich die Hieroglyphen dar? Man kann die immer noch nicht lesen, aber man ist nun der Meinung, einen entscheidenden Schritt weiter zu sein. Denn 1799 war Napoleons Expedition ein Sensationsfund gelungen. Der Stein von Rosetta. Der stammt aus dem Jahr 196 vor Christus und der Text auf dem Stein ist eine echt langweilige Verordnung der ägyptischen Priester aus Memphis. Aber was er sofort auffällt, ist, dass auf diesem Stein in drei Schriften geschrieben ist. Oben in Hieroglyphen, in der Mitte in Demotisch, das ist eine ägyptische Schreibschrift, und unten in Griechisch. Den griechischen Text konnte man ja problemlos lesen. Und relativ weit unten steht eben drin, dass dieser Stein in den drei gängigen Schriftsystemen, die es zu der Zeit in Ägypten gab, aufgestellt werden soll. Und damit war eigentlich klar, dieser Stein enthält jetzt wirklich dreimal denselben Text. Damit glaubte man, den Hieroglyphen endlich auf die Spur kommen zu können. Was wusste man denn um 1800 überhaupt über Hieroglyphen? Quasi gar nichts. Man ging fest davon aus, dass es sich um eine Wortschrift handelt oder überhaupt nur um eine Symbolschrift. Also Wortschrift in dem Sinne, wie wir das aus dem traditionellen Chinesisch kennen, dass ein Zeichen genau ein Wort wiedergibt. Oder dass es überhaupt nur eine Symbolschrift ist, wo so ein paar Symbole hingemalt sind. Und eigentlich ist das aber gar keine richtige Sprache mit einer richtigen Grammatik. Das war die Grundannahme um 1800 und die führte alle erstmal auf die falsche Fährte. Zwei Männer erzielten dann entscheidende Fortschritte. Zum einen der Engländer Thomas Young, ein analytischer und scharfsinniger Universalgelehrter. Der hatte die These aufgestellt, dass in dem hieroglyphischen Text Königsnamen in sogenannten Kartuschen stehen. Das sind so Ovale, die um den Namen herumgelegt sind und ihn dadurch gewissermaßen besonders kennzeichnen. Youngs Annahme war jetzt, in dem Text geht es um einen König Ptolemaios. Dieser Name ist griechisch-makedonisch. Wenn die Ägypter jetzt einen griechisch-makedonischen Namen in Hieroglyphen wiedergeben wollen, dann wird das ein bisschen schwierig. Denn ein eindeutiges Zeichen für Ptolemaios, wie soll das aussehen? Also muss es im Ägyptischen auch Zeichen geben, die einen Laut wiedergeben. Das konnte Young auch nachweisen. Er war der Erste nach so grob 1400 Jahren, der wieder ein Wort in Hieroglyphen lesen konnte. Danach geriet Young aber wieder in eine Sackgasse, denn er war der felsenfesten Überzeugung, dass er es mit einer Ausnahme zu tun hatte. Also, dass nur fremdsprachige Eigennamen mit Lautzeichen wiedergegeben werden und dass der ganze Rest des Textes sehr wohl eine Bildschrift ist. Gleichzeitig arbeitete in Frankreich ein junger Gelehrter an dem Stein von Rosetta bzw. an einer Kopie davon. Jean-François Champollion. Ein Nerd, der mit 18 bereits 8 antike Sprachen beherrschte und es sich mit 12 in den Kopf gesetzt hatte, dass er derjenige sein würde, der diese Hieroglyphen entziffert. Ja, er war bestimmt der beliebteste in seiner Klasse. Naja, aber er machte ernst und er arbeitete ständig und wie besessen und viel mehr, als es für seine ohnehin schon nicht so überragende Gesundheit gut gewesen wäre.
Ob ihm die Arbeit von Young bekannt war, das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls kam er aber erstmal zu demselben Ergebnis. In den Kartuschen stehen Königsnamen und auch er konnte einzelne Zeichen dem Namen Ptolemaios zuordnen. Aber Champollion hörte da eben nicht auf. Er fand noch eine weitere zweisprachige Inschrift auf einem Obelisken und konnte dort den Namen Kleopatra lesen. Und so nach und nach konnte Champollion immer mehr Königsnamen lesen. Und langsam war dann klar, nicht nur griechische Namen werden mit Lautzeichen geschrieben, sondern auch ägyptische. Und das zu jedem Zeitpunkt in der ägyptischen Geschichte. Und er stellte noch etwas anderes fest. Der Hieroglyphentext auf dem Stein von Rosetta ist zu lang, wenn das eine Wortschrift sein soll. Also wenn da ein Wort ein Zeichen ist, dann sind da viel zu viele Zeichen auf dem Stein übrig. Außerdem wiederholen sich Zeichen auch an Stellen, wo sie eigentlich was ganz anderes heißen müssten. Und so langsam war klar, Hieroglyphen sind keine Wortschrift. Champollion forschte immer weiter. Er konnte immer mehr Wörter lesen und so kam er schließlich zu der Erkenntnis, es gibt in den Hieroglyphen phonetische Zeichen, also Zeichen, die für einen Konsonanten oder für eine Konsonantenfolge stehen. Es gibt bei den Hieroglyphen aber auch Bildzeichen, also Zeichen, wo das Dargestellte tatsächlich auch das Gemeinte ist. Und dann gibt es noch Zeichen, die gar keinen Lautwert haben, die nur geschrieben wurden, aber nicht gesprochen. Denn es werden ja fast nur Konsonanten geschrieben. Und wenn man jetzt Wörter mit dem gleichen Konsonantenbestand auseinanderhalten will, dann schreibt man dahinter ein Deutzeichen oder ein sogenanntes Determinativ. Mein Beispiel ist immer Katze und Kotze. Selber Konsonantenbestand, aber definitiv ein anderes Wort. Wenn ich jetzt Katze meine, würde ich hinter das Wort vielleicht einfach eine kleine Katze setzen oder irgendein anderes Tier. Und wenn ich Kotze meine, dann würde ich dahinter ein Zeichen setzen, das für Krankheit steht oder generell für irgendwas, was halt nicht so schön ist. Champollion stellte seine Arbeiten am 27. September 1822 an der Académie des Inscriptions et des Belles Lettres in Paris vor. Ist nicht weiter wichtig, aber ich wollte damit angeben, dass ich Französisch kann. Jedenfalls trat Champollion eine riesige Debatte los. Denn man glaubte dem damals 32-Jährigen einfach nicht. Die Gelehrten hielten ihn wahlweise für einen sonderbaren Autisten, auch wenn das Wort damals natürlich noch niemand verwendet hat, oder für einen Lügner und Hochstapler. Denn Champollions Erkenntnisse brachten eine ganze Lehrmeinung ins Wanken. Mit den Hieroglyphen konnte man nämlich sehr wohl auch komplexe Sachverhalte aufschreiben. Es war ein komplexes System für Abstraktes, für Literatur und auch für Fiktives. Und das wollte ihm einfach niemand glauben. 1830 wurde Champollion dann schließlich doch noch in die Akademie aufgenommen, nachdem er auch noch eine Erklärung der Hieroglyphen und eine ägyptische Grammatik verfasst hatte. Leider starb er nur 2 Jahre später im Alter von 41 Jahren an einem Schlaganfall. Champollion war ohnehin Zeit seines Lebens nicht so bei bester Gesundheit und seine besessene Arbeitsweise, anders kann man das gar nicht nennen, tat wohl ihr Übriges. Das ist sehr schade, denn Champollion hatte dadurch nicht mehr die Möglichkeit, seine Werke zu überarbeiten. Er hatte sich an einigen Stellen nämlich auch geirrt. Und mit neuen Erkenntnissen hätte er möglicherweise noch die Gelegenheit gehabt, diese zu korrigieren. Trotzdem wird Champollion heute als einer der Begründer der modernen Ägyptologie angesehen. Denn seine Forschung ermöglichte ja überhaupt erst eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem alten Ägypten. Denn schriftliche Quellen sind für eine ausgestorbene Kultur schon immens wichtig, denn nur so erfahren wir ja etwas über die Gedankenwelt der Menschen damals. Und deswegen können wir auch übrigens mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass das da keine Glühbirnen waren. Wie seht ihr Champollion? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie viele alte Sprachen ihr mit 18 konntet.
Also bei mir war es eine und auch die nicht so richtig, nämlich Latein. Passenderweise geht es auch in der nächsten Woche dann mit einem römischen Thema bei Lupius weiter. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin.